So, laut Werbung ist um 9.30 Uhr ja Süßkramzeit, Knopperszeit. Hier ist Dienstleistungszeit ab 9.30 Uhr, meine lieben Freunde, und dann durchgehend bis 17.30 Uhr für alle, Mann. Foto, Film, Produktion, das bleibt auch so. Ich warte natürlich auf einen Gegenstand, um mit diesem Gegenstand wunderbar arbeiten zu können. Aber leider ist dieser Gegenstand noch nicht geliefert worden. Leider. Naja. Also, ich wünsche euch nach diesen Eishallen, die wir hatten, das war ja nicht gerade schön, das Wetter. Einige hatten Schnee, einige hatten Hagel, einige hatten Regen und einige hatten hin und wieder mal warm. Also war kein schönes Wetter, es war ein Gesundheitswetter. Wer nicht aufgepasst hat, hat jetzt den Schnupfen oder die Grippe oder ist irgendwie auf irgendeine Art erkältet. So, das ist ein Mini-Clip, meine Freunde, denn ich möchte euch auf die neue Sendung nochmal verweisen, und zwar About Me, alles über dich. Ich bin dein Fan, ich bin ein Fan von dir, und wie gesagt, Dr. Det mit seiner Dentalmission war nach Sonnenklar TV hier. Prashant war auch auf Sonnenklar und Danny Miles auch. Mendes. Danny Mendes ist momentan in Mörs und Dreharbeiten da ein bisschen regional. So, hier sind Regionalleute, ist richtig. So könnte man das sagen, regional, weil international war hier noch keiner. Wendler hat jetzt auch nicht international gearbeitet. Detlef Scholzen ist zwar in Amerika im Fotoshooting, könnte man sagen, ist aber auch nicht international, ist halt ein Deutscher. Ein Deutscher, der halt da gebucht wurde über RTL. Ne? Fotos machen und so, habe ich mir halt angesehen. Was möchte ich euch sagen? Richtig, 9.30 Uhr Süßkramzeit in Deutschland. So oder so. Also hier ist reine Dienstleistung ab 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr und ich lade euch ein, dabei zu sein. Aber an alle Schauspieler, an alle, die da waren, diese 40 Jahre gefeiert haben, 40 Jahre Analogie, digitale Techniken und so weiter. Zu den Schauspielern. Denkt dran, ihr müsst auch mit Nachhaltigkeit arbeiten. Ist es zwar schön und gut, dass ihr jetzt jung seid, zwischen 25 und 35, die etwas älteren Schauspieler, dann die jungen Darsteller, die zwischendurch gebucht werden, zwischen 15 und 25, die da für irgendwelche Kinderprogramme vor der Kamera stehen. Denkt bitte immer dran an die Nachhaltigkeit, denn auch ihr werdet irgendwann alt. Ja, ich habe jetzt 40 Jahre durchgehalten, ob ich weitere 40 Jahre durchhalte, weiß ich nicht, weil die Zeit ist jetzt ziemlich rabiat, wie die Eishallen. Die sind ja auch ziemlich rabiat gewesen, die waren also nicht so nett zu uns wie sonst. Ja, das mit dem Star Wars bleibt auch. Problem an der Geschichte ist, dass jetzt Disney alles hat. Disney hat, okay, DC hat Disney noch nicht. Das gehört immer noch zu Warner Brothers. Aber das ganze Marvel-Universum, das Star Wars-Universum, all das hat Disney. Und ab 12. November 2019 kommt Disney Plus. Und dann, wohlgemerkt, dann kommt plötzlich auch es, wenn wir Glück haben, hier in Deutschland. Plötzlich ist gut. Ich hoffe es. Ich möchte endlich die Serie sehen. Mandalore. Ne? Alles klar, die Kopfgeldjäger da. Okay, meine lieben Freunde, kurz und bündig, 9.30 Uhr in Deutschland bis 17.30 Uhr in Deutschland, hundertprozentige Dienstleistung, und ich lade euch ein, wenn ihr Zeit, Lust und Laune habt, mal vorbeizukommen. In dem Sinne.